Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir reden heute über den heilenden Geist. Ja, und da gibt es auch eine Plattform, wo man sich da auch schlau machen kann, nämlich an einem Kongress, der geführt wird von unserem Herrn Professor Dr. Dr. Christian Schubert, der heute auch da ist. Und er möchte heute uns ein bisschen darüber erzählen, was an diesem Kongress alles kommt. Und da bin ich natürlich sehr gespannt. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und da ist er. Christian, herzlich willkommen. Hallo, freue mich. Heilenden Geist, Da könnte man ja schon die spirituellen Menschen wieder abholen, aber es geht ja eigentlich nicht um Spiritualität, es geht um Psyche, es geht darum, wie Informationen, Placebo, Nocebo, wie Dinge funktionieren von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Genau, beziehungsweise wir könnten es ergänzen, nicht nur von oben nach unten, sondern durchaus auch von unten nach oben, aber als Gegenregulation. Ja. Also das heißt, du musst dir das so vorstellen. Aber als Wirkung, nicht als... Eben, nicht als Ursache. Ja. Die Ursache, würde ich durchaus sagen, kommt von oben. Kommt vom Sozialen, kommt von Psyche, kommt von Biografie. Und dann wirkt das auf den Körper, aber der Körper geht zurück. Der Körper reguliert. Ein gutes Beispiel ist die Infektion, oder? Wenn ein Mensch infiziert ist, wenn er eine virale Infektion hat zum Beispiel, dann kommt er von außen zunächst ein Virus. Angenommen, es gibt ein Virus. Aber ich gehöre eher zu denen, die sagen, es gibt Viren. Ja? Also angenommen, ein Virus würde dich infizieren. Dann ist das doch eigentlich ein Außenfaktor. Er kommt aus der Natur. Und dieses Virus wird nun in dir eine Immunreaktion hervorrufen. Und diese Immunreaktion ist eigentlich dafür da, das Virus wieder zu beseitigen. Mhm. Nur reicht es nicht aus, fürs Immunsystem nur die virusinfizierte Zelle zu killen, sondern das Immunsystem möchte auch, dass du alles dafür tust, damit du sozusagen die Energie bereitstellst, damit dieses Immunsystem gut arbeiten kann. Ja. Also was macht das Immunsystem? Bottom up, von unten nach oben. Es geht in dein Gehirn, es schafft über seine Botenstoffe, die es aussendet, während der Immunaktivität, dass im Gehirn Veränderungen gesetzt werden. Wir nennen das Sickness Behavior, also Krankheitserleben und Verhalten. Das ist durchaus von unten nach oben. Das wäre reduktionistisch. Nur, wie gesagt, wir haben davor das Virus, das top-down dich krank gemacht hat und jetzt möchtest du wieder gesund werden. Und damit arbeitet das Immunsystem von unten nach oben und versucht dein Verhalten so zu verändern, damit du die Energie bereitstellen kannst, damit das Immunsystem gut arbeitet. Und was ist das? Was musst du tun, wenn du eine Virusinfektion hast? Du musst ins Bett gehen. Mhm. Und das... Ja. Ruhe. Und Ruhe geben, ja. Genau. Und das genau macht das Immunsystem mit dir. Mhm. Es macht dich so erschöpft, es macht dich so müde, es gibt dir Schmerzen, es lässt dich so erschlaffen und so erschöpft sein, dass du sagst, ich will mit niemandem mehr Kontakt haben, ich gehe jetzt nur noch ins Bett und damit wird genau das getan, was das Immunsystem braucht, damit es wieder gesund, damit der Körper und damit der Mensch wieder gesund werden kann und sich von dieser Virusinfektion erholen kann. Sieht man doch gerade in diesem Beispiel, wie paradox es eigentlich ist, dass wir damit Fieber senken, Maßnahmen ergreifen und nur um wieder sofort wieder fit zu sein. Das ist unglaublich. Unfassbar. Unfassbar. Ist unfassbar. Aber lass uns beim Kongress bleiben. Ja. Erfahrungsgemäß sind immer so zwischen 500 und 1000 Leute da. Es Richtig, ist ja. immer mehr eine größere Beliebtheit, ja. dass man diese Art Medizin unbedingt auch einbezieht. Ja. Richtet sich dieser Kongress nur an Therapeuten und Ärzte oder ist es auch für, ich meine, wir sind ja auch da, selbstverständlich, weil das sind interessante Gäste für uns, die ich da interviewen möchte, aber kann auch der Zuschauer selbst sagen, hey, da ist eine Bereicherungsplattform für mich da? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also auf jeden Fall mal zunächst alle Gesundheitsberufe, für die sich grundsätzlich mit den Themen Mensch, Ganzheitlichkeit, Einfluss von Mind zu Body, von Geist, Seele, psychischem, sozialem auf die Körper, auf die Körperprozesse auseinandersetzen. Also das betrifft ja letzten Endes alle Gesundheitsberufe. Mhm. Die könnten hier natürlich ihre Informationen bekommen bei diesem Kongress. Aber völlig richtig, jemand, der sich halbwegs auskennt in diesem Bereich, der ein bisschen eine Ahnung hat von den Zusammenhängen, der kann durchaus auch sehr viel an Informationen gewinnen durch diese Tagung. Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Das
ist mir gerade so in den Sinn gekommen, wo du das Beispiel gemacht hast, eine Krankenschwester ist mir gerade so in den Sinn gekommen, wie die eigentlich so heilen durch Beziehung zum Patienten. Und das ist doch genau ein mustergültiges Beispiel gerade für deine Arbeit, wie Beziehung wichtig ist zum Patienten. Weil ich sage immer, was die machen, sie pflegen, sie sind da, sie reden mit denen, das sind die Engel. Und der Patient wird gesund, oder? Mhm. Das war mir jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen. Ja, absolut. Also ich denke auch, das war ja auch einer meiner Herangehensweisen in den letzten 3 bis 4 Jahren. Ich habe ja gesehen, ich meine, wer waren die Stützen der Medizin in den letzten 3 bis 4 Jahren? Es waren ja nicht die Ärzte, es waren die Pfleger. Ja. Und die Pfleger sind überlastet gewesen und gingen auf die Straße und haben für bessere Arbeitsbedingungen sich eingesetzt, die sie bis zum heutigen Tag nicht wirklich bekommen haben. Aber wo auch deutlich geworden ist, wenn der Sturm in unserer Gesellschaft ist, zum Beispiel in einer Form einer Pandemie, dann sehen wir, wo die Probleme liegen, oder? Und davor ist alles ruhig und da können wir uns vormachen, dass die Medizin die beste Medizin ist, die man sich vorstellen kann. Aber in dem Moment, wo der Sturm kommt, wo wirkliche Aufregung ist, wo Angst und Panik herrscht, wo Menschen verzweifelt sind und Hilfe brauchen, da wird plötzlich deutlich, wer eigentlich im Medizinsystem diejenigen sind, die Menschen helfen. Das sind die Pfleger und die Krankenschwestern, ja, verrückt, ja. Und nicht die Ärzte, die letzten Endes für meine Begriffe ja versagt haben. Ich habe ja eine Doktorarbeit gelesen, jemand auch aus Innsbruck übrigens, gell? Mhm. Der hatte über Achtsamkeit und Berührung eine Arbeit geschrieben und verglichen mit Psychopharmakas. Und seine Ergebnisse waren um Welten besser als jedes Medikament aus der Psychopharmaka. Siehst du wohl. Siehst du wohl, genau. Unfassbar. Und das ist exakt das Thema unseres Kongresses. Also das heißt, wir haben hier diese Kongressreihe, wir haben damit begonnen. Ich kann mich erinnern, ich denke 2016, richtig, da war der erste Psychoneuroimmunologie im Lauf des Lebenskongresses und der hieß damals noch Aufbruch in eine neue Medizin. Das war der Untertitel, das Motto. Mhm. Ja. Und dann haben wir 2 Jahre später, das war 2018, den Kongress gehabt, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, also wo es um die unbewussten Prozesse ging, die eigentlich ein Buch von dir, wo genau, so heißt. Richtig, weil wir ja auch immer Tagungsbände machen, immer Bücher zu diesen Tagungen. Deswegen, ach so. Da werden dann die Vorträge auch veröffentlicht, gut aufbereitet, dass man sie gut lesen kann. Und dann jetzt mussten wir unseren Kongress verschieben aufgrund der Pandemie von 2020 auf 2022. Und der hieß im Untertitel Gesundheitselixier Beziehung. Mhm. Das Buch kommt jetzt demnächst auf den Markt. Auch das wird diesen Kongress betreffen. Die Vorträge, die dort drinnen waren, eben in leicht lesbarer Form für jedermann oder jeder Frau. Und das neue Motto wird nun heißen im Oktober, 4. bis 6. Oktober in Innsbruck, im Kongresshaus Innsbruck, der heilende Geist. Anlehnend an den Heiligen Geist, den heilenden Geist. Und hier geht es wirklich darum, um die Frage, was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass Geist, Seele wirklich über körperliche Phänomene, über Gehirn, über Hypothalamus bis hinein ins Hormonsystem, ins Immunsystem Bereiche erreichen, die wir normalerweise in der Schulmedizin nie glauben würden, dass sie erreicht werden. Rein durch die sogenannte psychische Aktivität schaffen wir im Körper Veränderungen. Das ist wirklich unglaublich. Wir nennen das Mind-Body-Medizin. Und diese Mind-Body-Medizin, die beschäftigt sich mit Themen wie zum Beispiel Meditation. Du hast es gerade Achtsamkeitsmeditation angesprochen. Es wird ein Vortrag auch zum Thema Achtsamkeitsmeditation und Immunsystem sein, also wo diese Literatur mal zusammengefasst wird. Gibt es denn wirklich schon genug Literatur dazu, dass wir wissen, dass wenn wir in Meditation sind, wenn wir Stressreduktion machen, wenn wir höher geistig aktiv sind, in uns ruhen, ob das das Immunsystem verändert? Unbedingt. Wir haben unglaublich viel Literatur dazu. Das läuft sehr stark über den Parasympathikus, also über den Gegenspieler unseres stressvegetativen Nervensystems, des Sympathikus, der Parasympathikus aktiviert und der reduziert Entzündungen im Organismus, der lässt die Zellen langsamer altern. Das ist wie ein Verjüngungsnerv und der funktioniert über das Immunsystem. Und wenn wir meditieren, wenn wir Achtsamkeitsmeditation machen, wenn wir uns
beruhigen, entspannen, aber es ist nicht nur Entspannung, es ist mehr, es ist ein in sich gehen, es ist ein Konzentrieren auf den inneren Zustand, Bewertungen nicht mehr laufen lassen, die wir normalerweise im Leben haben, sondern wir sind in einem anderen Bewusstseinszustand und dieser andere Bewusstseinszustand ist unglaublich heilend. Das wissen wir aus so vielen Studien. Und siehst das doch, wird Thema sein. Das ist ja mega spannend. Das ist genau das Thema, was ich so fasziniert. Und auf der anderen Seite sehe ich heute immer tiefer und tiefer. Ich habe schon ein paar tausend Interviews gemacht und lerne ständig dazu. Zum Beispiel Joachim Marz hat mir erzählt, die Schwangerschaft und die ersten 3 Jahre sind prägsam für die Entwicklung des Gehirns für eines Babys, eines Kindes. Und letztendlich mit so weitreichenden Folgen, dass daraus aus dieser Erziehungsmuster plötzlich ein Narzisst werden kann, wo man sagen muss, das gibt's doch gar nicht. Das muss man doch vor den Augen haben, wie dieses kleine Wesen, diese Psyche sich so verändert, dass daraus so etwas entstehen kann. Oder Traumas oder Gewaltverbrechen innerhalb der Kindheit und so weiter, dass das letztendlich Krankheiten auslöst. Diese Kausalitäten sind ja da bekannt. Absolut, die sind absolut bekannt. Und Hans-Jürgen Marz wird auch zugeschaltet werden online und wird uns auch einen Vortrag geben über die Normopathie in unserer Gesellschaft, den Narzissmus in der Gesellschaft, diesen krankmachenden Strukturen, die wir in der Gesellschaft haben, vor allem in der westlichen Gesellschaft, die eben genau durch das, was du gesagt hast, eben auch hervorgerufen werden durch Mangelkindheiten, durch Traumatisierungen, durch schlechte Bindungen, keine Liebe. Und damit entstehen diese schweren Funktionsstörungen der Gesellschaft. Also letzten Endes genau das, was wir eben in der Psychoneurologie auch sagen, dass die Prägung findet statt ganz früh. Und wenn wir mit unseren Kindern liebevoll umgehen, wenn wir ihnen ein wirklich gesundes Umfeld bieten, wenn wir für sie da sind, wenn wir ihnen zeigen, wie wert sie sind und uns ein bisschen zurückstellen und die Kinder in den Vordergrund stellen, wenn wir das schaffen, wenn wir diesen, was heißt schaffen, das muss eigentlich natürlich sein, das ist natürlich Liebe. War's ja Elternliebe früher auch so. Ist ja ganz normal, oder? Und wenn wir das normal ansehen, dann werden wir auch eine normale, gesunde Gesellschaft hier bekommen, wenn wir das Wort normal in einen positiven Zusammenhang bringen wollen. Hans-Joachim Marz wird darüber reden. Das wird aber eher ein Teil sein, den wir am Sonntag dieser Tagung haben. Da haben wir 3 Vorträge, die ein bisschen Gesellschaftskritik sind. Ja, also das heißt, wir wissen, wie mächtig der Geist ist, wenn es um körperliche Prozesse geht. Und es gibt einen Bestseller-Autor, den Michael Nehls, der wird ebenfalls bei der Tagung sein, er wird über die Indoktrination des Gehirns sprechen. Also ich habe das Buch gelesen, ja. Man muss schon sagen, also viele Ärzte, die da waren, zitieren ihn und sagen, jetzt ist mir alles klar. Ja. Naja, sagen wir mal so, mir ist sehr, sehr wichtig, dass alle Stimmen auch gehört werden können auf so einer Tagung. Michael Nehls ist ein Bestsellerautor. Viele sehen darin wirklich eine Gefahr, dass offensichtlich Machtstrukturen in der Gesellschaft es schaffen, über das Wissen, wie man Menschen indoktriniert, wie man sie Social Power, wie man framed, wir wissen das aus den Medien, und wie da möglicherweise sogar neurobiologische Strukturen angegriffen werden, um den Menschen dorthin zu bringen, wo man ihn hinhaben will. Mhm. Und Michael Nehls hat sich eben mit diesem Thema auseinandergesetzt und wird darüber berichten. Und wir werden es wie jeden anderen Vortrag, und das ist das Tolle bei dieser Tagung, und das ist uns immer auch wichtig gewesen in der Vergangenheit, dass wir viel Diskussionsraum schaffen. Also die Vorträge werden nicht einfach nur vorgetragen. Wissenschaft entsteht durch Diskussion. Genau so ist es. Und das Publikum darf und soll kommunizieren, soll diskutieren. Wir haben ganz, ganz viel Raum für soziale Aktivität. Wir lassen sehr viel Diskussionszeitrahmen, und so ein Vortrag von Michael Nehls oder auch von Hans-Joachim Marz oder von Dirk Revensdorf, der über die Psychedelika reden wird, der also sagen wird, wir sind alle so in einer verzwängten und erstarrten Struktur in unserer Gesellschaft, wir kommen gar nicht mehr raus ins Kreative, wir kommen gar nicht mehr raus in die komplexe Beziehung, in die Bedeutung und Sinnwelt, und brauchen offensichtlich jetzt schon Substanzen, wie zum Beispiel die Psychedelika, LSD ist das bekannteste, um hier wieder eine Öffnung zu schaffen, die wir selber offensichtlich nicht mehr schaffen, weil unsere Gesellschaft uns so kaputt gemacht hat und so sinnentleert hat und so entfremdet hat, dass wir die Möglichkeiten der Kreativität gar nicht mehr wirklich selber haben. Und er sagt eben, dafür hat die Gesellschaft wieder mal Mittel, so wie sie das Aspirin als Möglichkeit hat, damit wir wieder leistungsfähig sind, obwohl wir krank sind und nicht ins Bett gehen, sondern wieder in den Job gehen mit Aspirin. So hat die Gesellschaft offensichtlich auch die Psychedelika jetzt wieder erkannt. Und die Menschen geben sich die, um in Zustände zu kommen, die wir uns eigentlich erhoffen würden. Die haben wir ja
als Mensch gegeben. Ja, also die, ich denke jetzt auch an andere Kulturen, an indigene Bevölkerungen, die durchaus auch mit Psychedelika arbeiten, aber die das auch noch können. Die können noch kreativ sein, die können noch mit Natur verschmelzen und sich öffnen. Ja, und wir haben das in vielerlei verlernt. Und ich denke, das muss man eben auch kritisch sehen. Also es wird einen Bereich geben an der Tagung am Sonntag, am Vormittag, wo es um Gesellschaftskritik geht und inwieweit dieser heilende Geist möglicherweise auch negativ gesehen werden kann. Also diese Einflussfaktoren. Nocebo ist ja eigentlich Nocebo genau die destruktive Entwicklung des Geistes. Da wird sicher der Hartmut Schröder was sagen, oder? Wir haben eben auch einen großen Bereich Placebo-Nocebo. Da wird Hartmut Schröder sein, Stefan Schmidt aus Freiburg wird dort sein, auch Harald Wallach wird wieder dabei sein und dieses Trio wird sich um das Thema Placebo-Nocebo kümmern, also inwieweit hier wir neueste Erkenntnisse haben, die zeigen, wie die Beziehung, die Bedeutung, das, was Menschen miteinander haben, bereits heilsam ist und manchmal gar keine Tablette braucht, sondern allein das Vertrauen, die Bedeutung, die man einer Intervention zumisst, reicht bereits aus. Wir nennen das Meaning Response. Hartmut Schröder würde Valebo dazu sagen, also eine Bedeutungsreaktion. Das heißt, ich verleihe einer Intervention, einer Behandlung, egal welcher Behandlung, es kann alles sein. Es können Tabletten sein, aber es kann auch reine Berührung sein. So viel Bedeutung für meine Heilung, dass ich geheilt werde. So funktioniert das. Da hat mir ein Beispiel gerade letztens gesagt, bei einem Placebo, ob der Patient weiß, dass er ein Placebo kriegt oder es nicht weiß, dass er ein Placebo kriegt. Spielt keine Rolle. Ja. Mir blieb der Mund offen. Das ist unglaublich. Ja. Also das bedeutet, es geht gar nicht um die Täuschung. Nein. Das ist ja wieder so ein altes Konstrukt der Maschinenmedizin, oder? Du musst jemanden täuschen, damit er... Nein, es muss gar nicht getäuscht werden. Es ist die Bedeutung, es ist die Beziehung. Und wenn die Beziehung gut ist, wenn zwischen Arzt und Patient eine vertrauensvolle Beziehung ist und wenn der Patient gute Dinge erlebt hat mit einer bestimmten Behandlung, dann wird er dieser Behandlung Bedeutung geben. Wir haben das in unseren integrativen Einzelfallstudien in Innsbruck. Das werde ich das nächste Mal, wenn ich hier bin, werde ich mal ein bisschen was berichten über unsere Studien, die wir in Innsbruck machen. Da haben wir ganz schön sehen können, wie eine Patientin einer Intervention so viel Bedeutung gibt, dass ihre Brustkrebs, also eine ehemalige Brustkrebspatientin, die seit ihrer Brustkrebsdiagnose verschiedenste komplementär alternativmedizinische Techniken im Alltag anwendet. Also die geht gar nicht mehr in die Medizin, die hat mit denen gar nichts zu tun. Die ist daheim und macht Tai Chi, die macht Jinjutsu, die macht Qigong, die macht Physiotherapie, Musik, sie singt im Chor und all diese Interventionen, die macht sie immer wieder und wir haben zeigen können in der Studie, dass wann immer sie das macht, es zu einer Verringerung der Entzündung kommt und zu einer Verringerung sogar ihrer Brustkrebsmarker. Ja, schau an. Das heißt, sie kann über ihren Geist, über ihren Heilen Geist in der Tat bis hinunter in die Krebsentwicklung gehen. Das heißt, die Krebsmarker sinken jedes Mal, wenn sie diese Interventionen macht. Unglaublicher Einfluss. Unfassbar. Da bist du schon weiter als 50 Jahre, wo irgendwie 100 Milliarden in die Forschungsgelder geflossen sind und man hat überhaupt keinen Ansatz. Absolut nicht. Man geht nur über Killen. Man geht nur über mechanistische, materialistische Interventionen, indem man Zellen kaputt macht, indem man Krieg führt im Organismus. Ja. Letzten Endes ist es nichts anderes, indem wir Chemotherapie geben. Wir schießen in den gesamten Organismus, machen ganz viel kaputt für ganz wenig, was wir retten. Das erinnert mich sehr gut an die letzten 3 bis 4 Jahre. Ja, genau. Geht der Kongress 1 oder 2 Tage? 3 Tage sogar. Also wir fangen am Freitag, den 4. Oktober an, mittags, haben dann die ersten Vorträge, da wird es um Mind-Body-Medizin geben, Tobias Esch wird da sein, auch Luise Redemann wird berichten über Mitgefühl und Empathie und dann wird es auch Unterhaltungsvorträge geben, wo man ein bisschen auch auf hohem Niveau wissenschaftlich unterhalten wird und dann wird am Samstag wird das Thema Nocebo und Placebo Thema sein, hauptsächlich. Am Abend wird ein Kult-Elektroniker, ein Musiker auftreten im Kongress. Ich bin ja sehr bemüht, dass Wissenschaft und Kunst zusammengeführt wird und ich habe es geschafft. Ich bin selber völlig überrascht, weil ich hätte es nie für möglich gehalten. Es gibt einen in der Musikszene, einen der heißt Pole,
Und Pole ist eigentlich einer der größten Elektronikmusiker, die deutsche Musikgeschichte für meine Begriffe hervorgerufen hat. Und der wird tatsächlich kommen und einen Gig spielen im Kongresshaus am Abend, am Samstag. Und ich bin schon völlig begeistert, weil das ist für mich ich bin ein absoluter Fan und ist für mich Kult. Ja? Und ich freue mich total, dass der kommt. Und und dann werden wir am Sonntag, wie gesagt, noch diese gesellschaftskritische Seite haben, wo wir ein bisschen Zunder machen und die Leute in Diskussion bringen. Und dann darfst du durchaus auch mal kritisch sein. Wie viele Referate wird es geben über 3 Tage hinweg? 16. Ach. Ja, es sind 16 Hauptvorträge, die gehen in einem durch. Also das heißt, wir haben keine Parallelvorträge, sondern wir haben Hauptvorträge, die eben den ganzen Tag gehalten werden. Und am Samstag und am Sonntag werden auch Workshops sein. Das heißt, die meisten Referenten, die ihre Hauptvorträge machen, die werden dann nochmal vertiefende Workshops haben, an die man sich dann extra noch anmelden kann und dann noch sozusagen in die Tiefe gehen kann, auch mit dem Referenten dann in Kontakt treten kann und ihm auch nochmal Fragen stellen kann. Also das heißt, dass da auch die Möglichkeit gegeben wird, nochmal auf Tuchfühlung mit den Referenten zu kommen. Cool. Die Frage, die natürlich jeder Therapeut auch stellt, wenn er sich anmeldet, kriegt er auch irgendwelche Weiterbildungspunkte? Selbstverständlich. Also wir werden aus allen Bereichen die Möglichkeit geben, dass die verschiedensten Berufsgruppen auch Anrechnungen bekommen für ihre Punkte, die sie sammeln müssen. Also das wird auf jeden Fall dafür gewährleistet. Sowohl in Deutschland, Österreich, auch Schweiz, weil wir haben ja eine deutschsprachige Tagung und diese deutschsprachige Tagung betrifft natürlich diese 3 Länder besonders. Es kommen eben lustigerweise immer sehr viel Schweizer. Das passt natürlich auch zu dieser Öffnung, die Schweizer haben in Richtung Ganzheitsmedizin. Die sind sehr, sehr offen für das Thema Psychomanologie. Aber ja, auf jeden Fall wird es in allen diesen Ländern auch die Möglichkeit dann geben, das anrechnen zu lassen. Der vierte Kongress. Und du hast es eigentlich gegründet, diesen Kongress? Ja, gemeinsam mit Herrn Kurt Zenker. Kurt Zenker er ist vor 2 Jahren gestorben. Der Kurt Zenker war ein Freund und Kamerad, kann man sagen, im Zusammenhang mit dem Kämpfen für eine bessere Medizin. Er war in Wittenherdecke an der Universität, war noch gar nicht pensioniert. Und der ist leider eben verstorben. Und mit dem habe ich gemeinsam 2016 den ersten PNI-Kongress in Innsbruck veranstaltet, auf seinen Wunsch hin. Er ist an mich herangetreten und hat gesagt, hey Christian, wir müssen doch dieses Thema mal als Kongress bringen. Ganzheitsmedizin, Psychoanalogie. Mhm. Und damit haben wir eine Reihe geschaffen, die ja sehr, sehr viele Leute schon hat, die kommen. Der Stand in Europa der PNI ist ja noch ein bisschen harzig, auch wenn die ganze Wissenschaft eindeutig ist, es ist ja die Umsetzung noch ins Verständnis die Ärzte zu transportieren ein bisschen mühsam, sagen wir es mal so. Aber wie sieht es eigentlich auf der Welt aus? Gibt es da überall auf der ganzen Welt PNI-Kongresse? Wie ist da die Akzeptanz, das mit einzubeziehen in den Heilungsweg? Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall eine weltweite Thematik. Also es ist jetzt nicht etwas, was auf Europa oder im deutschsprachigen Raum ist. Ganz im Gegenteil. Das kommt ursprünglich aus Amerika. Robert Ader, Nicholas Cohn waren die Erfinder der Psychoneuroimmunologie. Die haben noch Tierversuche gemacht und haben zeigen können, dass das Immunsystem lernt. Das waren sehr spannende Experimente. Ich kann da zum Beispiel eines nennen. Das wurde dann später nachgebaut von Angelika Buske-Kirschbaum, die heute in Dresden ist. Und die hat ein hochinteressantes Studienexperiment gemacht mit Medizinstudenten, ganz wenigen nur, und hat Folgendes gemacht. Die hat wir nennen das Konditionierungsexperiment gemacht. Wir kennen also jeder, der ein Haustier hat, einen Hund hat, der kennt dieses Experiment. Das heißt, wenn man einem Hund ein Futter bietet, ja, dann wird dieser Hund auf dieses Futter hin Speichel rinnen lassen. Pavlovische Prinzip, oder? Pavlovische Konditionierung, genauso ist es. Und das ist ein sogenannter unkonditionierter Reflex. Also eine unkonditionierte Reaktion. Aber es geht mir auch so. Ich habe da immer Süßes sehr. Wir sind ja auch nicht weit weg vom Tier, ganz offensichtlich, oder? Und das heißt also, wenn du sozusagen einem Hund ein Futter darbietest, dann wird er reflexartig Speichel rinnen lassen. Das ist so. Das ist Physiologie, das ist Natur. Das ist 100%. So, wenn er das nicht macht, ist er krank. Er hat irgendeine Speicheldrüsenerkrankung oder was auch immer. Aber normalerweise wird er auf diesen Reiz, den er da bekommt, und nochmal, ganz wichtig, er sieht das Futter. Ja? Mhm. Also er hat einen psychologischen Reiz, ja? Und auf den wird er mit Speichel reagieren. Unkonditionierter Reiz, unkonditionierte Reaktion. Wenn man nun diesen unkonditionierten Reiz mit einem Glockenton verbindet, also das Futter gibt und in Verbindung mit diesem Futter den Glockenton,
wir nennen diesen den konditionierten Reiz, dann wird es relativ schnell gehen und der Hund wird den Glockenton als Futterreiz innerlich interpretieren und es läuft. Er braucht gar kein Futter mehr sehen, der Glockenton reicht aus und der Speichel rinnt. Mhm. Aber er würde nie auf einen Glockenton alleine reagieren. Er braucht zunächst die Verbindung mit dem Futter. Ja. Und damit nennen wir das ein Konditionierungsexperiment. Das heißt, am Ende wird der Glocke alleine reichen, damit dieser Speichel beim Hund rinnt. So, und jetzt hat die Angelika Buske-Kirschbaum das Ganze mit dem Immunsystem gemacht. Unglaublich, beim Menschen. Sie hat Folgendes gemacht. Sie hat den Medizinstudenten eine Spritze verabreicht mit Adrenalin. Adrenalin ist ein Katecholamin, es ist ein Neurotransmitter, der im Endeffekt dazu führt, dass die natürlichen Killerzellen, also die Zellen, die wir brauchen, um gegen Viren vorzugehen, gegen Krebszellen vorzugehen, dass die im Organismus ansteigen. Kannst du messen im Blut, die Aktivität wird angekurbelt dieser natürlichen Killerzellen, sie sind also ready, um gegen Feinde anzukämpfen. Ja? Und das machst du, indem du Adrenalin spritzt in den Hintern. Wenn du das koppelst mit einem Brausebonbon, also die Medizinstudenten kriegen die Spritze, das ist im Prinzip das Gleiche, in dem Fall wie das Futter beim Hund. Und dazu bekommt der Hund aber den Glockenton, aber der Medizinstudent bekommt ein Brausebonbon zwischen die Lippen, das prickelt, das einen unglaublichen Sensationsreiz hat. Und wenn du das 3 Tage, 4 Tage wiederholst, immer die Kombination Spritze mit Adrenalin und Brausebonbon, Spritze mit Adrenalin und Brausebonbon, dann wird am Ende, am 4. Tag, das Brausebonbon ausreichen und die natürlichen Killerzellen wiederholen. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Unfassbar. Das heißt, das Immunsystem scheint gelernt zu haben über neuroimmunologische Mechanismen, also über das Prickeln, über den Sensationsreiz, über die psychologische Erleben, hat das Immunsystem über Verschaltungen im Gehirn gelernt, dass es zu reagieren hat. Das heißt, es muss, und das war genau das Tolle an diesem Experiment, es muss eine Verbindung geben zwischen Außen, Gehirn und Immunsystem, damit sowas überhaupt möglich ist. Und damit sind wir bei der Psychoneurologie. Das war der Start der Psychoneurologie. Diese Macht vorstellen. Diese Macht, was der Körper erstellen kann, wenn er animiert wird, das zu tun, oder? Das ist unfassbar. Ist unfassbar, wie ein Wunder. Für mich ist das einfach die Königsklasse der Medizin. Ja, und das wäre die neue Medizin, weil wenn du am Ende des Tages keine Medikamente mehr geben musst, sondern du würdest über Brausebonbon arbeiten oder du würdest deine Süßigkeit, die du so gerne hast, als Medikament verwenden können, weil du sie verbindest mit einem bereits gut Erlebten, ja, dann wäre das doch fantastisch. Man hat in der Tat auch schon erste Experimente in diese Richtung. Wir kennen das schon aus der Literatur. Also es gibt Hinweise, dass das auch direkt in der Medizin funktionieren kann. Nur, und jetzt kommen wir natürlich zu einer zweiten Antwort auf deine Frage, ob die Psychoneurologie denn schon mehr ist als nur ein klebriger, langsamer Prozess in der Medizin. Nein, ist er natürlich nicht, weil wir haben ganz, ganz viele Interessen, die überhaupt nicht interessiert daran sind, was psychologische und soziale Einflussfaktoren das Immunsystem verändern. Wenn man die Ursache behandelt, ist keine Wirkung mehr da, die man behandeln könnte. Und das ist natürlich schon auch wirtschaftlich gesehen ein Todesstoß der Industrie. Wenn das wirklich passieren würde, dass die Psychoneurologie in der Medizin die Vorherrschaft hat, dann würde es ja bedeuten, dass das Psychologische vor dem Materiellen steht. Ein ehemaliger deutscher Bundespräsident hat mal gesagt, es ist verwerflich, dass das Leid des einen das Wohl des anderen sein könnte, und hat damit schon das ganz klar Hinweis auf das Gesundheitswesen gesagt. Exakt so ist es. Und das ist schon irgendwo blöd, irgendwie wirklich, da beißt sich die Schlange selbst in den Schwanz. Furchtbar, ja. Gut, zurück zum Kongress. Gibt es da eine Plattform, wo man sich ein bisschen durchlesen kann, nochmals wegen Datum und welche Teilnehmer? Genau, und alles? Das gibt es. Es gibt einen, man muss nur googeln, Psychoneurologie und Innsbruck, das reicht aus. Gut. Und dann kommt man auf die Homepage und die Homepage ist perfekt schon organisiert. Das heißt, man kann dort sich schon anmelden für den Kongress. Die Registrierung hat bereits begonnen und wir haben auch schon einige Anmeldungen. Also da wird es sicherlich wieder ein volles Haus geben. Gibt es auch noch Stände so draußen? Ah, auf jeden Fall. Ja, okay. Prost. Danke, ich glaube, ich muss auch jetzt ein bisschen. Haben wir genügend geredet heute. Super, du, das war jetzt aber ganz eine schöne, informative Sendung nochmals. Danke ganz herzlich. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass sich das ganz breit ins Publikum, in die Zuschauer und auch in die Therapeutenkreisen verbreiten möge. Ja. Und mal vielleicht wirklich einfach einen Patienten anzufassen und ihm zuzuhören, als Medizin mit einzubeziehen. Genau. Ist einfach sensationell, diese Wirkung. Ne?
Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Viel Erfolg beim Kongress. Und wir sind da auch vor Ort, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, ich kann da einige der Gäste und Referenten noch in ein Interview reinpacken, um Ihnen hier auch noch Eindrücke vom Kongress natürlich Monate später auch noch vermitteln zu dürfen. Aber es ersetzt natürlich nie eine physische Präsenz vor Ort, einfach nur diese Energie zu spüren und einen Workshop mitzumachen und eben auch mal direkte Fragen zu stellen zu Experten, die da wirklich anfassbar sind, mit denen man reden kann und auch Fragen stellen kann. Das ist das, was mich einfach so begeistert und deshalb freue ich mich auch da teilzunehmen. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns. Bis dann. Alles Gute und wieder schauen miteinander. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.